Hallo, liebe Hörer, herzlich willkommen. Nach einer etwas längeren Pause starten wir zu Episode 5 vom MTB News Podcast Pokal oder Spital, egal. Also wir lassen das jetzt einfach mal Spektugal. So. Pokal Spektugal. Oder Spital, egal. Pokal oder egal, wir begrüßen in Berlin Markus. Hallo, ich grüße euch alle, natürlich nicht aus Berlin. Hannes wird das wahrscheinlich auch nicht mehr lernen. Ja, aus dem kleinen Kaff daneben, ja, aus genau. Brandenburg. Ich grüße euch auf jeden Fall auch. Und ich begrüße Moritz dieses Mal aus Bad Kreuznach. Jo, 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 hallo aus Bad Kreuznach. Diesmal nicht aus Wiesbaden, sondern aus unserem wunderschönen Redaktionskomplex in der Nähe von, ja, hier halt so. In der Nähe von Berlin. Ja, und ich grüße aus dem... Meine Kollegen schauen mich die ganze Zeit komisch an und gucken und... Ja, er hatte was besondere Situation heute bei euch. Ja. Und ich grüße aus dem fernen Lemgo im Norden Nordrhein-Westfalens. Es grüßt die Sonne, es lacht die Sonne draußen und wir haben... Es ist ein Top-Wetter, um Pott zu casten. Weil, ja, haben wir nichts anderes zu tun gerade, ne? In diesem Sinne, Musik ab. Mal wieder voll auf falsche Fuß erwischt. Das kommt aber auch immer überraschend. Und jetzt geht's nicht mehr. Ich krieg die Kasse. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der MTB News Podcast mit Markus, Hannes und Moritz. Ja, in diesem Sinne nochmal herzlich willkommen zur 5. Ausgabe. Nach einer etwas längeren Pause haben wir uns wieder zusammengefunden und werden euch wieder alle möglichen lustigen Sachen aus der Mountainbike-Welt erzählen, euch ein paar sinnvolle Infos hoffentlich rüberbringen und das aktuelle Geschehen aus der Mountainbike-Welt ein bisschen umreißen, was in den letzten Wochen geschehen ist. Bevor wir damit starten, geht es natürlich wieder los mit unserem Getränk. Wir haben wieder alle ein Bier vor uns und wir starten mal mit Moritz. Moritz, du bist heute ganz, ganz gefuchst. Was ja, hast du für ein Bier? Ausgerechnet mit mir. Ich habe hier so ein australisches Spezialgetränk, ein Bundaberg Ginger Bier. Ja, ich hatte nicht so große Lust, mir mittags schon einen reinzustellen. Deswegen heute nur ein alkoholfreies und dafür umso zuckerhaltigeres Getränk. Das schön. Das ist jetzt nicht mal richtiges Bier, oder was? Nein, das ist Gingerbier. Es heißt Bier. Ah, vielleicht sollte ich das demnächst auch mal probieren. Ja. Nein, Markus, jedes Bier nur einmal. Ah, okay. Was hat denn Hannes heute? Ich trinke ein Detmolder Thusnelda Bier. Das ist ein sehr leckeres Bier. Ich kenne es bereits. Und das ist ein lokales Bier hier aus der Gegend, das Detmolder Pils. Das sollte man nicht damit verwechseln, das Pils ist nämlich tatsächlich höchst durchschnittlich, aber das Thusnelda ist wirklich ein sehr, sehr leckeres Bier. Und deswegen trinke ich das und mache das jetzt auch schon auf. Ja, ich mache auch mal mein Bier auf. Achtung. Ja. Yeah. Ja, ich habe auch ein regionales Bier diesmal. Ein Lobuschki IPA. Ja, ich habe es gekauft wegen der coolen Flasche und dem coolen Aufdruck. Ich kann nicht sagen, ob das was taugt. Ich habe natürlich im Internet schon mal ein bisschen recherchiert. Auf den einschlägigen Bierbewertungsseiten, da kommt es erstmal nicht so gut weg, aber wir werden sehen. So, also meinetwegen können wir loslegen. Ja, Prost. Prost. Ja, ne, Prost. Naja, muss man sehen, ob man sich daran gewöhnen kann. Also meins ist auf jeden Fall lecker. Brauerei Strate, sei zu empfehlen. Kann man trinken. Nicht so teuer. Wichtigste Parameter irgendwie. Ja, deswegen bist du doch da zu der Brauerei gefahren. Ja, genau. Lobuski heißt wahrscheinlich besonders günstig. Wahrscheinlich. Ja, das fand ich jetzt lustig. Fandst du? Gut, Markus, Feedback, letzte Episode, Thema, hau mal rein. Ja, das Feedback, ich fand das tatsächlich sehr gut.
ich hatte ja irgendwie so ein bisschen einen rotzigen Kommentar abgegeben, dahingehend, ob es unbedingt notwendig ist, ja, zu jedem Thema und zu allem seinen Kommentar abzugeben im Forum. Und das wurde, ja, ich denke, so ein bisschen missverstanden. Vielleicht habe ich mich da auch ein bisschen zu uneindeutig ausgedrückt. Ja, es wurde mir nachgesagt, dass ich irgendwie so ein bisschen, ja, voll daneben und überheblich rüberkam. Ja, ich denke mal, es ist einfach ein Missverständnis. Ich wollte jetzt irgendwie gar keinem irgendwie untersagen, im Forum zu irgendeinem Thema oder so seine Meinung zu sagen. Auch wenn das so rüberkam, worum es mir eigentlich ging, ist ja die Art und Weise, wie man manche Sachen ausdrückt, die wären dann oder sind dann doch manchmal nochmal überdenkenswert. Und da würde ich mir wünschen, dass ja der eine oder andere oder die eine oder andere einfach nochmal kurz in sich geht und überlegt, ob eine gewisse Formulierung jetzt so wirklich sein muss. Das war eigentlich alles, was ich damit sagen wollte. Tut mir leid, wenn das ein bisschen überheblich rüberkam, so war es auf keinen Fall gemeint. Davon abgesehen war die Diskussion dann doch recht cool, fand ich. Teilweise auch doch relativ tiefgehend. Kann man sich ja nochmal anschauen, wenn man Interesse hat und das noch nicht gelesen hat. Kommentarrekord. Ja, Tatsache. Habe ich gar nicht geguckt, aber war auf jeden Fall doch was ganz gut unterwegs, ganz gut los. Was so ein krasses Reizthema zu sein scheint, was mir auch, weiß nicht, nicht so richtig klar war oder nicht in dem Maße klar war, ist tatsächlich das Thema EMTB. Das kam da auch nochmal zur Sprache. Wie viele Leute denn doch irgendwie nicht damit klarkommen, dass einfach auch bei MTB News mal ein EMTB-Artikel veröffentlicht wird. Das ist wirklich ein rotes Handtuch für manche Leute. Ich persönlich kann es halt nicht verstehen. Habe auch versucht, da so ein bisschen zu argumentieren. Kam aber auch nicht so richtig weiter, habe ich das Gefühl. Weiß nicht, ob man die Diskussion vielleicht einfach nochmal weiterführen sollte und gucken, ob man da zu einer Lösung oder zu einem guten Ende kommt. Genau, was war sonst? Ach ja, eine Sache fand ich noch richtig gut. Ich konnte endlich mal ein Foto von einem Eisbären posten. Das war auch Premiere für mich. Wer jetzt nicht weiß, was gemeint ist, der schaut einfach mal in die Kommentare zur letzten Sendung rein. Ja, das war, glaube ich, der Gewinnerpost überhaupt in dem Thema. So gesehen, ich fand das Feedback ziemlich cool zur letzten Sendung. Ich hoffe, ich konnte mich da nochmal so ein bisschen rechtfertigen für meine Ausdrucksweise hier in der letzten Folge und wünsche mir oder hoffe, dass man mir die ein oder andere Formulierung danach sieht. Es war nicht so gemeint, wie es vielleicht rübergekommen ist. Danke für die Klarstellung. Ich denke, das war nötig. Nach diesem Rumgeflame und Rumgehate von dir. Aber wie gesagt, 50 Kommentare. Ja, was lehrt uns das? Ich werde mir mal hier ein paar Sachen zurechtlegen, die ich dann auch fallen lasse. Ja, unterhalten wir uns über E-Bikes. Ich finde die ja super. Ja, finde ich auch richtig gut. Ohne E-Bikes mache ich gar nichts mehr. Sie sind auch etwas unterrepräsentiert bei uns in den News. Vielleicht sollten wir da auch. Ich habe gehört, Canyon hat da ein neues vorgestellt. Okay. Und so einer neuen Laufradtruss, oder? Ja, genau. Oh, schwere Geschütze. Ja. Dürfen wir das eigentlich noch sagen? Ich meine, so eine Trailwaffe und so dürfen wir auch alles nicht mehr sagen. Ah, habe ich letztens erst wieder irgendwas Zoll gelesen bei uns. Da gab es auch was mit Trail-Rakete, Trail-Waffe. Irgendwas mit Geschoss oder so, ich weiß es nicht. Oh ja. Auf jeden Fall, das triggert mich jetzt mittlerweile, nachdem da hin und wieder die Diskussion losging. Da achte ich jetzt auch immer sehr drauf. Schon ganz interessant. Kommen wir zu unseren Themen. Ja, endlich. Moritz, wir reden nicht über E-Bikes heute, es fängt aber auch mit E an. Um was geht's? Wir unterhalten uns heute über Enduro. Habt ihr vielleicht schon von gehört? Was ist das? Ja, ist so ich glaube, damit meint man Fahrräder bergauf fahren und dann wieder bergab fahren und dabei Spaß haben. Aber wird, glaube ich, aktuell noch erforscht, was denn wirklich der Spirit of Enduro ist und wie das zu definieren ist. Aber an den letzten beiden Wochenenden hat die zweite große Rennserie des Jahres angefangen, die Enduro World Series.
War jetzt Saisonauftakt in Chile und am Wochenende danach, am letzten Wochenende in Kolumbien. Und das nehmen wir zum Aufhänger, um uns heute über das Thema Enduro zu unterhalten, in all seinen Facetten, mit all seinen positiven Aspekten, mit all seinen Nachteilen. Und ja, ich würde sagen, damit legen wir los. Oder gibt es da Einwände? Nee, finde ich gut. Finde ich ein interessantes Thema. Ich hatte auch mal ein Enduro. Bin auch total gespannt, dann kann ich vielleicht noch was lernen. Wie, weil so wie du es definiert hattest, habe ich immer Mountainbiken definiert, also berghochfahren und bergrunterfahren. Ja, da machst du irgendwas falsch. Ja. Wahrscheinlich bin ich da auch ein Ewiggestriger, was das angeht. Ich würde auch sagen, Enduro ist ein Reizthema gewesen. Es wurde halt so ein bisschen von anderen Reizthemen mittlerweile abgelöst, aber es war genauso ein krasses Reizthema eigentlich wie zum Beispiel E-Bike irgendwie aktuell, weil man das Gefühl hatte noch vor ein, zwei Jahren, dass sämtliche neuen Produkte, Komponenten, die auf den Markt kamen, alle komplett Enduro waren. Es gab auf einmal Enduro-Helme, Enduro-Sattel, Enduro-Griffe. Damit ging es, glaube ich, dann, das war für die meisten schon ein richtig rotes Tuch, Enduro-Griffe. Enduro-Hosen, Pedalen, was weiß ich. Pedalen genau, auch ganz alles beliebt. Ja, im Grunde kann man sagen, dass diese Produkte, die alle auf den Markt kamen, die sind unter dem Oberbegriff Enduro rausgekommen, kennzeichnen aber eigentlich genau das, was Moritz gesagt hat. Das heißt, es geht darum, dass man relativ gemütlich normalerweise den Berg irgendwie hochkommt, dafür aber extrem schnell mittlerweile den Berg runterfahren kann. Man sieht das halt aktuell in der EWS, die müssen alle tausende Höhenmeter am Tag hochklettern teilweise, um trotzdem aber im Prinzip auf Downhill Speed, ich glaube, Jens hatte es mal beim Whistler Enduro so bezeichnet, dass man eigentlich 5 kleine Downhill-Rennen am Tag fährt. Und so ist es eigentlich auch. Das heißt, und ich denke, das ist der große Unterschied zu dem, was früher oder was du generell unter Mountainbiken verstehst, sage ich mal, oder wie es halt früher war. Weil grundsätzlich war es ja schon immer so, eigentlich so, man fährt einen Berg hoch und fährt einen Berg runter. Aber jetzt ist es so, dass ist die Räder, früher waren die Räder eher leicht oder meistens relativ leicht und man hat eher Abstriche bei der Abfahrt gemacht. Und heute ist es andersrum, beziehungsweise hält sich ziemlich die Waage. Die Räder sind unfassbar, und Vorsicht, jetzt kommt wieder ein neues Reizwort, potent, bergrunter, und treten sich aber auch gar nicht mehr so schlecht berghoch. Das hängt mit der Geometrie zusammen und auch generell mit dem stark gesunkenen Gewicht. Enduro-Bikes wiegen heutzutage 12 bis 14 Kilo, das ist alles sehr entspannt. Und ich denke, darum geht es im Großen und Ganzen, dass man halt wirklich mit den aktuellen Bikes, und die nennen sich nun mal so Enduro, so heißt die Rennserie, so wurde grundsätzlich halt einfach dieser Oberbegriff genannt. Es geht darum, möglichst schnell den Berg runterfahren zu können mit möglichst wenig Abstrichen. Ganz kurz, Zwischenfrage das vielleicht. Besten? Das war meine Zwischenfrage. Okay, Entschuldigung. Jetzt kommt noch deine Zwischenfrage. Nee, mach du mal. Nee, ich habe ja schon die Frage gestellt. Stell du mal deine Frage. Ich habe sie nicht verstanden, weil ich genau drüber gequatscht habe, beziehungsweise umgedreht. Achso, meine Zwischenfrage war, wer denn das gerade am besten macht? Und jetzt kommt deine Zwischenfrage. Und meine Zwischenfrage war, wer hat eigentlich diesen Begriff irgendwie erfunden, eingeführt? Also wann kam der eigentlich genau auf? Weiß das jemand von euch? Der kam, wenn ich mich recht erinnere, von den Endurance-Rennen im Motorradbereich. Denn Enduro kommt ursprünglich, man mag mich korrigieren nachher, aber das ist das, was ich so beibehalten habe. Also Motorräder heißen ja schon ganz lange Enduro, und da Enduro heißt ja in erster Linie steht halt für Endurance. Und das waren, soweit ich weiß, so Stage-Rennen, wie man sie vom Enduro einfach kennt, mit Cross-Motorrädern. Und im Bike-Bereich erstmals aufgekommen ist das Wort, glaube ich, bei Specialized, durch das Specialized Enduro, was es ja schon sehr, sehr viele Jahre gibt. Und ist dann irgendwann übergeschwappt, dass das irgendwann Enduro-Rennen aufkam. Da ging es dann immer die Trail Trophy war, glaube ich, auch eines der ersten Stage-Rennen überhaupt. Früher waren so Mega-Valanche und so, das waren ja auch, hießen dann damals irgendwie Massenstart-Downhill-Rennen. Und hießen noch nicht irgendwie Enduro-Rennen, wobei das tatsächlich irgendwie auch klassisches, was geht denn da ab? Hört ihr das? Normalerweise klingelt hier nie jemand, und jetzt hat
Irgendjemand entdeckt, dass wenn man den Klingelknopf einfach festgedrückt hält, dass es dann die ganze Zeit weiter klingelt. Wenn man da einfach ein Streichholz reinklemmt, dann klingelt es ja, die genau. ganze Zeit. Ja. Hunde ja, haben so eine Zeitung eingewickelt, angezündet, weggerannt. Also es ist aber schon tatsächlich dann überspecialized von einem Hersteller irgendwie in die Mountainbike-Welt getragen worden. Soweit ich mich erinnere. Also ich sag mal so, bei Specialized ist es zum ersten Mal für mich aktiv in Erscheinung getreten, das Wort, ja. Das Wort, ja, aber die Sportart. Die Sportart an sich nicht, also wie jetzt die, wie es tatsächlich mit den Anfängen losging, mit den Enduro-Rennen, bin ich ehrlich gesagt auch überfragt. Wie gesagt, ich glaube, dass die Trail Trophy eins der ersten Stage-Rennen war und davor gab es ja noch diese ganzen, es gab diverse Trophy-Rennen früher, die hießen aber alle noch nicht Enduro. Und dass das ganze Enduro-Rennen hieß, ist, glaube ich, tatsächlich dann durch die EWS im Endeffekt aufgekommen, kurz davor vielleicht. Und darauf. Die Trail-Trophy heißt ja auch nicht Enduro, sondern Trail. Ja, ist aber ein Enduro-Rennen, ja, im Endeffekt. Ja. Der Name kommt halt, wie gesagt, vorher war es halt irgendwie eher Richtung Trail, irgendwie Trails irgendwie gemünzt. Ja. Was also auch glaub, dafür spricht, dass es vor den Enduro-Rennen stattfand, sonst wäre wahrscheinlich irgendwie ja, das Wort Enduro-Rennen gewesen. Es gab ja auch in Frankreich und vor allem in Italien schon seit vielen, vielen Jahren im Prinzip dieses Rennformat und ja. Irgendwann hat man sich halt international darauf geeinigt, dass es einfach Enduro-Rennen sind. Also vielleicht auch einfach nochmal kurz zusammengefasst, was das ist. Es geht einfach darum, du hast so ein Rennen, geht über einen Tag, manchmal auch über zwei Tage. Du hast deine Startzeiten für die einzelnen Stages, also einzelne Abfahrten, die an einem bestimmten Punkt losgehen und eigentlich wie kleine Downhill-Strecken sind. Und dann weißt du halt ja, um 8.30 Uhr musst du am Start von der ersten Stage sein und um 9.25 Uhr von der zweiten Stage und so weiter und kannst dir eigentlich dein Tempo einteilen, wie du willst. Und die Zeit wird eben nur bergab gewertet oder fast nur bergab gewertet. Und am Ende des Tages wird deine Gesamtzeit aufaddiert und derjenige, der die Abfahrten am schnellsten insgesamt hinter sich gebracht hat, hat eben das Rennen gewonnen. Wie man bergauf kommt, ist eigentlich wurscht. Also man könnte auch mit einem Downhiller an den Start gehen, wenn man die Kraft hat, den nach oben zu treten. Aber es ist dann letzten Endes ein Mix aus Downhill-Rennen und Cross-Country-Rennen. Also es gewinnt der, der die besten technischen Fähigkeiten auf dem Rad hat, der am besten bergab fahren kann. Aber Fitness spielt natürlich auch eine große Rolle. Und das ja, ist im Prinzip das, was für die meisten Leute einfach Mountainbiken ist. Und das gibt es auch schon seit vielen Jahren so in der Art, aber jetzt wirklich als Rennserie seit ein paar Jahren. Nicht zuletzt ist die Fitness deswegen von großer Bedeutung, weil gerade zum Beispiel in der EWS die Stage-Zwischenzeiten, also die Kletterzeiten im Prinzip, um die Zeit zwischen Stage-Ende und Stage-Beginn der neuen Stage. Transfer heißt das, glaube ich, ne? Die Transferzeiten, mir fiel das Wort jetzt echt nicht ein. Also die Transferzeiten sind da sehr eng getaktet. Teilweise muss man wirklich sehr, sehr, sehr schnell berghoch fahren, damit man wirklich seine Zeit nicht verpasst. Und dann will man sich ja eigentlich auch vorher ein paar Minuten ausruhen. Und das ist gerade im EWS-Sport von extremer Bedeutung, dass man da sehr, sehr fit ist. Also ich erinnere mich an Whistler, da kommen die Leute aus der Stage unten gepfeffert. Und normalerweise, wenn ich bei uns dran denke, wenn wir von unseren kleinen Enduro-Rennen kommen, irgendwie, dann bleiben wir erstmal unten irgendwie schwer. Ihr habt es dann erstmal ein paar Minuten liegen. Dose Bier aus dem Rucksack gezogen. Ja, ja. Und die düsen halt sofort mit Maximaltempo weiter. Also die hacken dann sofort wieder den nächsten Berg hoch, weil sie wissen, sie haben jetzt nur 12 Minuten für 3 Kilometer oder was weiß ich. Und da müssen sie dann echt schauen. Also das ist schon ziemlich hart. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Also das Enduro ist in erster Linie tatsächlich das Enduro-Motorrad gemeint. Es kommt aus dem Spanischen Duro für hart und Englisch Endurance Ausdauer. Ist also quasi eine Art Kofferwort irgendwie Enduro. Und mit einem Enduro werden auch entsprechende Rennen ausgetragen, die teilweise halt mehr Runden umfassen. Und in erster Linie kommt es darauf an, dass Fahrer und Motorrad auch längere Strecken wirklich so bewältigen können, dass die Ausdauer reicht und nichts kaputt geht und der Fahrer auch entsprechend fit bleibt. Genau. Und das hat sich halt in den Mountainbike-Sport irgendwie adaptiert. Ja. Moritz, bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Ich habe dir gerade aufmerksam zugehört.
Ah, das ist sehr nett. Um auf deine Frage zurückzukommen, die du vorhin gestellt hast, wer aktuell der Beste ist. Es ist Regina Stiefel. Nein, ja, das ist natürlich nicht nee. Regina Stiefel. Es ist natürlich The Thunder from Down Under, Sam Hill, der aktuell das Ding so zu dominieren scheint, wie in der letzten Saison schon. Moritz, du kannst da mehr drüber sagen. Ja, letztes Jahr hat er, glaube ich, nur ein Rennen gewonnen. Dieses Jahr hat er schon von zwei Rennen direkt zwei gewonnen. Aber ja, Sam Hill ist echt so auf dem Weg, der aktuelle EWS-Dominator zu werden. Er hat letztes Jahr schon die Gesamtwertung in der Enduro World Series gewonnen. Letztes Jahr war die erste Saison, wo er sich komplett auf diese Rennserie konzentriert hat und nicht mehr so viel Downhill gefahren ist. Und dieses Jahr knüpft er da an, wo er letztes Jahr aufgehört hat, und fährt die Konkurrenz in Grund und Boden und macht im Prinzip das, was Cécile Rabanel schon seit Jahren bei den Damen macht, nämlich er gewinnt einfach jedes Rennen und ist unantastbar. Und ja, das ist sowohl bei Sam Hill als auch bei Cécile Rabanel extrem beeindruckend zu sehen, dass da auf einem so sehr hohen Niveau Fahrrad gefahren wird und es dann doch zwei Athleten bzw. Athletinnen gibt, die dann nochmal einfach ja in einer Liga für sich fahren. Das hat man jetzt beim ersten Rennen in Chile gesehen, auf extrem trockenem, staubigem Untergrund, der eigentlich gar keine Traktion geboten hat, wo man nur so, oh, das war ich, sorry. Stuhl gefallen? Achso. Ja, also in Chile beim ersten Enduro World Series Rennen in den Anden, bei extrem staubigen, trockenen Bedingungen, wo man eigentlich gar keinen Grip hatte, teilweise sehr, sehr lange Stages. Ich glaube, die längste Stage hatte 11 Kilometer. Mhm. Und da haben Sam Hill und Cécile Rabanel die meisten Stage-Siegel geholt, haben dann auch beide letzten Endes ziemlich souverän und mit großem Vorsprung gewonnen. Und dann am Wochenende drauf war das EWS-Rennen in Kolumbien. Und von den Bedingungen hätte es eigentlich nicht anders sein können. Im kolumbianischen Regenwald war das. Und an sich waren die Stages in Kolumbien alle relativ kurz und wohl auch gar nicht so wahnsinnig anspruchsvoll, von dem, was ich gehört habe. Aber es hat über Nacht extrem geregnet. Eine Stage musste dann auch aus dem Rennen genommen werden, weil es wirklich unfahrbar war. Und der Regen hat die ganzen Abfahrten in so schlammige Pisten verwandelt, dass sich teilweise nicht mal mehr die Laufräder gedreht haben. Und krass. Das war das pure Chaos. Und auch da, ich meine, dass Sam Hill im Regen ganz gut Fahrrad fahren kann, das wissen wir ja alle. Und da hat er auch, glaube auf der zweiten Stage, die zwischen 4 und 5 Minuten lang war, war er 25 Sekunden schneller als der Zweitplatzierte, der auch noch direkt aus der Gegend kommt und die ganzen Trails dort wie seine Westentasche kennt. Und auch in den Videos, die man jetzt sieht, siehst du, alle Fahrer fahren irgendwie den Anlieger außenrum und dann kommt einfach Sam Hill angeschossen, nimmt einen Fuß raus und driftet innen durch. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend zu sehen. Und bei den Damen mit Cécile Rabanel genauso, die hat auch das zweite Rennen des Jahres ziemlich souverän gewonnen. Das waren so die beiden Rennen. Eine Besonderheit war natürlich noch in Kolumbien jetzt der Prolog, beziehungsweise die erste Stage. Das ist nicht unüblich, dass die erste Stage bei einem Enduro-Rennen ja so ein etwas spezielles Format hat oder dann nicht in den Bergen ausgetragen wird, wo dann auch das Rennen stattfindet. In Kolumbien hat die erste Stage einmal quer durch Manizales geführt. Die große Stadt, wo das Rennen ja veranstaltet wurde. Und zwar wurde die erste Stage als City Downhill ausgetragen. Ich glaube, 20.000 Zuschauer waren in der Strecke und es war wohl die absolute Party. Also muss sehr beeindruckend gewesen sein. Was wir übrigens nicht unterschlagen sollten, ist, dass Ines Thoma in Kolumbien Vierte geworden ist. Ja, und inklusive Stage-Win. Genau, und das ist schon, macht einen sehr guten Eindruck auf jeden Fall. Also wär super, wenn Ines da in dieser Saison ein bisschen was reißen könnte. Es freut uns sehr.
Und unsere Blogger-Twins, die sind auf Platz 8 gefahren und auf Platz 11. Da denke ich, da ist noch ein bisschen was drin. Die sind ja auch eher so klassische Top 4, Top 5, Top 6 Kandidatinnen. Gerade von Anita gab es auf jeden Fall mal wieder einige gute Abflüge, wie ich gesehen habe. Also einerseits in Kolumbien und auf der anderen Seite eine wirklich, wirklich harte Geschichte in Chile. Ich glaube, es war Anita, oder? Ja. Beide Male. Ja. Und einerseits in Chile, davon gibt es auch bei Instagram oder Facebook, wie auch immer, bei ihr Fotos und Videos bei uns auch zu sehen. Hat einen mega Abflug in so ein Steinfeld gemacht, also wirklich sah echt übel aus, hat aber kaum was gehabt. Konnte auch, wie man hier an den Ergebnissen sieht, trotzdem auf Platz 11 fahren beim nächsten Rennen in Kolumbien. Und das verspricht auf jeden Fall spektakulär zu werden, diese Saison. Und wir hoffen trotz aller Spektugalität, dass sich die beiden und alle möglichen anderen nicht verletzen. Ich muss erstmal das Wort googeln. Das hat irgendwer mal bei uns, ich glaube Moritz, der hatte das bei uns immer mal eingesetzt. Ja. Spektugal, ein Klassiker. Ah, das ist noch eine SEO-Opportunity, das gibt's bei Google nicht. Sehr schön. Ja. Wie ist das bei euch? Verfolgt ihr die EWS-Rennen? Findet ihr das spannend? Was ist eure Meinung dazu? Vielleicht auch so im Vergleich zum Downhill-Weltcup und zum Cross-Country-Weltcup? Also, ich verfolge es schon, nicht zuletzt, weil wir ja meistens irgendwie die Artikel und die Fotostories zusammenbauen und gleichzeitig die Fahrer auch ein bisschen mitkriegen über die sozialen Netzwerke. Aber für mich ist es nicht vergleichbar mit dem Downhill-Weltcup aus einem riesengroßen Grund. Es gibt halt einfach keine Live-Übertragung des Rennens. Es gab jetzt in Kolumbien zwar eine zweistündige Live-Übertragung, aber es ist aktuell einfach noch nicht so ausgereift, dass es vernünftig funktioniert. Und mir fällt auch ehrlich gesagt da logistisch das teilweise, ich wüsste nicht, wie das vernünftig funktionieren soll, weil die Strecken, die sind ja teilweise im absoluten Nirgendwo. Und dann hat man das gleiche Problem, was man mit den WRC-Geschichten hat, die Rallye-Serien. Da fliegt dann ein Heli irgendwie drüber und dann sieht man mal hier einen Fahrer, der halt irgendwie eine Stage fährt und dann sieht man da den nächsten Fahrer, der eine ganz andere Stage fährt. Das ist sehr, sehr schwierig irgendwie abzudecken und macht es dadurch für mich als Zuseher auch nicht so extrem attraktiv. Ich gucke mir die Fotostories an, ich freue mich, wenn jemand halt gewonnen hat, wenn es irgendwie coole Videos danach gibt, aber das, da finde ich den Downhill World Cup tatsächlich doch eine ganze Ecke spannender insgesamt. Sehe ich tatsächlich fast genauso. Ich gucke mir natürlich auch nach jedem Rennen die Ergebnisse an, um zu sehen, was los ist, was passiert ist, ob Sam Hill mal wieder gewonnen hat, ob ich meine Punkte im Tippspiel bekommen habe. Und auf jeden Fall schaue ich mir die Fotostories an, weil die sind tatsächlich auch immer sehr, sehr spektakulären Fotos gefüllt. Aber abgesehen davon, ja, wie Hannes das schon sagte, das fehlt ein bisschen so die Präsenz in Form von Videos, Livestream, Replay. Das würde es, glaube ich, schon mal deutlich vereinfachen, dass die ganze Geschichte noch ein bisschen genauer zu verfolgen. Ja. Ja, Hannes, finde ich spannend, was du gerade angesprochen hast mit der World Rally Championship. Und ich finde, das ist eigentlich auch so ein relativ passender Vergleich. Also wir haben ja eben schon festgestellt, Enduro gibt es jetzt so seit ein paar Jahren und ist auch ein riesiger Trend, war auch ein sehr, sehr großer Trend, der durch viele Firmen vermarktet wurde. Und ich habe schon den Eindruck, dass zumindest so im Rennsport das jetzt wieder ein bisschen rückläufig ist, dass nicht mehr jeder große Hersteller auch ein großes Enduro World Series Team hat. Einfach weil man gemerkt hat, diese Sportart, die ist zwar super cool und macht extrem viel Spaß zu fahren, aber so wirklich rüberbringen, medial vermitteln lässt sich so ein Enduro-Rennen nicht ganz so gut wie
ein Downhill-Weltcup das oder ein Cross-Country-Weltcup. Das wäre wahrscheinlich technisch extrem aufwendig, weil du ja irgendwie das, alle Stages ja, klar, mit Kameras versehen müsstest. Das glaube ich, das ist schwer zu leisten oder extrem teuer und das rechnet sich halt wahrscheinlich einfach nicht. 7 Stages, die kreuz und quer verteilt sind, dann hast du verschiedene Startzeiten und soll die Kamera jetzt die ganze Zeit nur auf den Sam Hill draufhalten oder auf irgendjemand anderen oder wie auch immer. Also es, selbst die fahren beim auch, Rennen, Rennen bekommst du dann halt erst hinterher deine Zeit und weißt zwar zwischendurch so grob, wo du ungefähr stehst, aber ob du gewonnen hast oder so, weißt du wirklich erst im Ziel am Ende von deinem 8-Stunden-Tag. Ja. Also es ist einfach schwer, live rüberzubringen. Und wie gehst du bei 11-Kilometer-Stages vor? Also sind dann 4 Leute gleichzeitig auf der Strecke oder so? Ja, klar, müssen sie ja sein. Also Startabstände sind wahrscheinlich eine halbe Minute ungefähr. Und da merkst du ja beim Downhill zum Beispiel, dass das auch relativ stark auf die Fernsehübertragung zugeschnitten ist. Beziehungsweise beim Cross-Country sind alle Fahrer gleichzeitig auf der Strecke. Und das ist natürlich schwieriger im Enduro-Bereich rüberzubringen. Und ich glaube, da weiß niemand so genau, wie man das machen soll oder was man da noch verbessern soll. Die Leute vor Ort, die machen schon einen großartigen Job. Also die Fotostories sind grandios und hinterher, ich glaube, es dauert einen Tag und dann ist ein 20-minütiges Highlights-Video draußen. Also es wird schon sehr, sehr gut rübergebracht, eben im Rahmen der Möglichkeiten. Aber ich sehe es jetzt nicht, dass es so populär wird, was die Zuschauerzahlen angeht, wie ein Downhill-Weltcup zum Beispiel. Und es ist eben, wenn man sagt, ja, der Downhill-Weltcup ist so ein bisschen wie die Formel 1 des Rennsports, dann ist die Enduro World Series eher so wie der Rallye-Sport. Nämlich eine extrem spannende Sache, aber eher so für Enthusiasten, die wirklich alles genauestens verfolgen und sich auch damit anfreunden können, dass dieses Rennformat eben schwierig medial zu vermitteln ist. Absolut, ja. Und was noch, ich denke, was auch noch, um vielleicht das Thema so langsam Richtung Ende zu bringen, weil wir haben noch echt ein paar Themen vor uns. Denke ich, was auch schwierig ist, man kriegt im Enduro-Bereich, glaube ich, man kriegt keine Heldenfiguren vernünftig installiert, wie es im Downhill vielleicht der Fall ist. Also jeder kennt aus dem Downhill-Bereich irgendwie die Wahnsinnsläufe irgendwie von Sam Hill, oder von Danny Hart oder Aaron Gwynn zum Beispiel. Also man hat, das sind so Läufe für die Ewigkeit, die man sich immer wieder anguckt, die durch die Kommentatoren leben. Das sind dann einzelne Personen, die halt wirklich medial extrem hoch gepusht werden. Und wenn ich das jetzt vergleiche, was bei den Herren wie auch bei den Damen im Downhill-Bereich los ist, wenn man es auf den Enduro-Bereich ummünzt, dann ist es zwar auch durchaus viel beachtet, aber man bekommt nicht so einen Kult um die Fahrer oder um ein bestimmtes Rennen oder eine Situation hin, wie im Downhill-Bereich. Und das liegt letztendlich meiner Meinung nach auch tatsächlich an dieser Übertragung, die halt einfach stattfindet, die Leute live sehen, wo die Leute denken, boah, das war ja unfassbar, diese Abfahrt. Und dadurch kriegt man die Leute auch. Und ich denke, das ist dann trotzdem wahrscheinlich eine ganze Ecke wichtiger für die Hersteller. Trotzdem natürlich jetzt Downhill-Räder jetzt nicht der maximale Profit von einem Hersteller sind im Vergleich zu Trail- oder Enduro-Bikes. Aber ich denke, es hat doch einen ungleich größeren Werbeeffekt im Endeffekt. Ja, definitiv. Trotzdem hat natürlich auch der Enduro-Trend und vor allem, wenn man es so will, der Enduro-Rennsport, die Enduro World Series, finde ich, hat in den letzten Jahren so viele positive Aspekte hervorgebracht. Also allein schon, wenn ich mir überlege, wie gut die Fahrräder mittlerweile geworden sind. Es ist ein modernes Enduro-Rad, was man jetzt im Laden kaufen kann. Es ist bergab wahrscheinlich auf 95% der Trails ist das schneller als ein Downhill-Bike von vor 4-5 Jahren und trotzdem absolut, lassen sich die Kisten super gut bergauf pedalieren, sind nicht besonders schwer, sind haltbar, also das ist schon krass, wie sich die Räder da entwickelt haben, in welche positive Richtung sich die Räder entwickelt haben, und da ist natürlich auch der Enduro-Rennsport maßgeblich für verantwortlich. Das ist das Schöne am Rennsport, dass da Sachen getestet werden und das Feedback der besten Fahrer der Welt eingeholt wird und das dann auch in die Produkte einfließt, die vom Endkunden gekauft werden können.
eine Frage fehlt ja noch bei dem Endo. Wohin geht die Reise? Wie sieht die Zukunft aus der EWS im Speziellen und des Endoro-Bereichs im Allgemeinen? Also, ich denke, rein übertragungstechnisch wird sich da in naher Zukunft nicht viel ändern. Einfach, wir haben es ja gerade schon angesprochen, weil die Möglichkeiten der Übertragung und selbst im Downhill-Bereich gibt es ja teilweise auf einer Strecke Bereiche, die einfach per Funkübertragung einfach nicht erreichbar sind. Also, und das ist noch verhältnismäßig nah am Übertragungswagen oder wie auch immer. Ich denke, das wird im Enduro-Bereich noch weitaus schwieriger sein, da irgendwas zu machen. Von daher denke ich, dass es wirklich, wirkliche Übertragung in naher Zukunft nicht geben wird. Ansonsten denke ich, wird sich die Serie noch auf jeden Fall noch weiter professionalisieren, wobei die schon auf einem extrem krassen Weg ist. Was die Orte angeht, denke ich, wird es immer mal wieder so ein paar Abstecher irgendwo anders hingeben, aber ich denke, so unfassbar exotisch wird es nicht. Also ich denke, Südamerika wird definitiv ein fester Punkt werden in den nächsten Jahren, weil die einfach extrem bike-verrückt sind dort. Es sind auf jeden Fall Absatzmärkte, die noch erschlossen bzw. noch weiter erweitert werden können. Für die Hersteller, denke ich, ist es sehr, sehr interessant. Südamerika. Und ich denke, ansonsten wird sich jetzt insgesamt von der groben Idee der EWS nicht viel ändern. Ich denke, ich sehe das Ganze auf einem guten Weg, wie gesagt. Ich denke, wir kriegen auch weitaus mehr mittlerweile mit als vor 3 Jahren noch, sowohl was Fotos angeht, wie auch was Videozusammenfassungen angeht. Wir haben unsere Bloggerinnen vor Ort. Man kriegt schon unabhängig von dieser Fernsehübertragung doch einiges mit, einfach von den Rennen, wenn man es mit den Rennen vor 2, 3 Jahren vergleicht. Und ganz kurz zum Enduro-Bereich an sich. Ich denke, was die Enduro-Bikes angeht, wird sich nicht viel Neues tun. Ich denke, der Trend, der aktuell einfach schon auch losgegangen ist, schon von einer Weile, wird mehr zu längerhubigen 29er Trailbikes gehen, um in dieser ganzen Nomenklatur irgendwie zu bleiben. Das heißt, die Räder werden nicht super race-lastig gebaut werden. Ich erinnere mich, ich sage so 2015, 2016 war das ganz extrem, auch als wir das erste ICB hatten, das hatte einen Lenkwinkel von 64 Grad. Das war alles dann fürchterlich rennlastig und auf einem normalen Hometrail eigentlich fast nicht zu gebrauchen teilweise, wenn es irgendwie mal eng oder ein bisschen verblockt wurde oder so. Und deswegen, ich denke, es wird wieder, es wird insgesamt in die Richtung länger und flacher auf jeden Fall ein Stück gehen, aber nicht mehr ganz so extrem wie noch vor ein paar Jahren. Und ich denke, das Ganze wird sich auf so einem gesunden Trailbike-Bereich einpendeln. Der Enduro-Bereich wird meines Erachtens nach rein von den Produkten, von den Bikes her, sich nicht extrem groß ändern. Ich denke, es wird halt mehr zu diesen zu potenten, wo wir bei diesem Wort wieder werden, zu potenten Trailbikes hingehen. Weil die meisten Leute halt nicht eher die Rennen fahren, sondern gerne halt ein Rad für alles irgendwie zu Hause und eventuell mal einen Bikepark haben wollen. Was den Kreis ja schließt zu, man nennt es Mountainbiken. Genau. Also man fährt einfach berghoch, man fährt bergrunter. Und so wie man es schlussendlich schon immer gemacht hat. Und Enduro ist eine gewisse Spielart, die eben auch in Rennform ausgetragen wird. Auf Strecken, die den höheren Federweg der Fahrräder und auch mal gerne ausnutzen. Im Gegensatz zu dem Biker, der halt seine Hometrails fährt, ist vielleicht einfach in den meisten Fällen gar nicht notwendig, die 160, 170 Millimeter zu fahren, sondern für den ist dann eben das Trailbike doch optimal. Ja. Ja, weiß ich nicht. Bin ich, glaube ich, nicht so sehr bei euch. Also ich glaube, Frage war ja, wo es im Enduro und im EWS-Bereich hingeht. Finde ich, sind schon sehr spezielle Räder, wo auch jetzt immer mehr Federweg eingesetzt wird. Ob das jetzt für den Endkonsumenten das perfekte Rad ist, das ist einmal dahingestellt. Ich glaube, da sind wir uns auch relativ einig, dass die meisten Leute mit einem kleineren Trailbike wahrscheinlich besser bedient sind. Dann bist du doch bei uns. Ja, aber es beantwortet ja nicht die Frage, wo die Reise der Enduro World Series hingeht. Das ist ja eigentlich ein anderer Themenbereich. Aber ich habe es ja auch aufgeteilt. Ich hatte ja zuerst über die EWS und dann
über Enduro allgemein, weil Markus das so ein bisschen so formuliert hatte. Ja, weil das auch genau die beiden Themen waren, über die wir gesprochen haben. Ja, eben. Ja. Also hier, was ist denn jetzt los, Moritz? Ja, mein Bier ist leer. Ja, erzähl. Wie geht die EWS für dich weiter? Die EWS geht für mich so weiter, wie es bisher gerade ist. Es gibt ja auch schon den Terminkalender fürs nächste Jahr, auch wieder mit sehr, sehr coolen Orten, wo die EWS ausgetragen wird, was ich auch ganz schön finde, dass da im Vergleich zu anderen Rennen auch mal exotischere Länder auf dem Programm stehen, wie jetzt zum Beispiel Chile und Kolumbien, oder nächstes Jahr ist Neuseeland dabei und Tasmanien ist wieder dabei. Finde ich eine sehr coole Sache. Was so die Berichterstattung angeht und auch insgesamt die Popularität der EWS, weiß ich nicht genau, wie sich das entwickeln wird. Würde mich natürlich riesig freuen, wenn sich es positiv weiterhin entwickelt. Bin ich ein bisschen skeptisch, aber lass mich sehr gerne eines Besseren belehren. Und ich hoffe sehr, dass Sam Hill dann auch noch viele weitere Jahre fährt und uns mit tollen Drifts die Sonntage versüßt. Kommen wir zum nächsten Thema. Lieber Hannes, ich habe eine Frage an dich. Wie fotografiert man auf einem Event? Was ist der Arbeitsablauf? Ich meine jetzt eigentlich zwei Fragen, aber getrennt durch ein Komma. Ja, wir wollten das ganze Fotothema, was wir in der letzten Folge schon aufgegriffen hatten mit dem Handy-Fotografier-Thema weiterführen. Und zwar geht es jetzt diesmal nicht um spezielle technische Geschichten, sondern wir wollten euch einfach mal darlegen nahelegen, wie man auf einem Event fotografiert, beziehungsweise wenn wir unterwegs sind auf einem Event, wie wir das Event erleben als Fotografen. Im Grunde geht es immer darum, dass wir zu Hause natürlich unser ganzes Zeug irgendwie erstmal nochmal überprüfen, ist alles in Ordnung. Es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwie nachher bei den Fotos zu bemerken, dass irgendwelche Fettflecken von irgendwelchen Fingerabdrücken irgendwie auf dem Objektiv sind oder wie auch immer. Das heißt, wird alles zu Hause vorher gecheckt, schon alles fertig gemacht, alle Akkus aufgeladen, eingepackt und so weiter und so fort. Und dann kommt schon direkt das nächste Thema. Meistens fliegen wir ja irgendwo hin. Und das bedeutet, man bekommt grundsätzlich, Moritz kennt es durchaus auch, Probleme am Check-in. Denn meistens hat man, keine Ahnung wie viele, 6,5 bis 8 Kilo Handgepäck. Nun käme kein Fotograf auf die Idee, seinen Fotokram nicht ins Handgepäck zu tun. Und blöderweise wiegt aber so ein Fotorucksack 12 bis 15 Kilo. Und da heißt es im Großen und Ganzen eigentlich immer nur hopp oder top. Entweder haben wir Glück oder halt nicht. Und letztes Mal hatten wir in Kanada auf dem Rückflug echt nicht so viel Glück, Moritz. Wie lief das ab? Boah, ja, es lief nervig und ätzend ab. Ja, wurde also gesagt, hier maximal 8 Kilo. Ich glaube, mein Fotorucksack hatte noch mehr als die von dir 12 bis 15 Kilo angesprochen. Waren eher so knapp an den 20 Kilo dran. Und dann habe ich den Rucksack ausgepackt und alles irgendwie rausgenommen, was ging. Dann hat der aber immer noch 13 Kilo. Dann habe ich weiter ausgepackt. Dann war der immer noch zu schwer. Und irgendwann stand ich halt echt da mit einem eigentlich gefühlt leeren Rucksack und 4 Kameras rumgehängt, Laptop unterm Arm und alle möglichen Sachen irgendwie an den Körper dran gehängt. Dass ich dann, ich weiß gar nicht. Also irgendwie hat es geklappt. Dass mich dann die Check-in-Dame durchgelassen hat, wobei die ja da eigentlich gar nichts zu entscheiden hat, weil ich das Gepäck ja nicht aufgebe. Ist auf jeden Fall immer relativ nervig, mit dem ganzen Fotogramm zu reisen. Geht natürlich nicht anders. Und ja, in der Regel ist es auch kein Problem, dann zu sagen, hier, ich habe den ganzen Rucksack voll mit Fotosachen, die möchte ich ungerne als Gepäckstück aufgeben, sondern im Handgepäck mitnehmen, dann wird man in der Regel durchgewunken. Von den, keine Ahnung wie vielen Flügen zu den Weltcups ist mir das jetzt einmal passiert, dass es da tatsächlich ein bisschen nerviger wurde am Check-in. Aber es ist schon immer so ein gewisser Nervenkitzel, bis man dann im Flugzeug ist. Definitiv. Ich hatte das, ich glaube, keine Ahnung, ungefähr jedes Mal, wenn man mal irgendwie in Urlaub geflogen ist. Und dann hatte ich natürlich auch mal meinen großen Fotorucksack mit.
Spiegelreflex, Objektive, ihr kennt das, Blitzgeräte sogar. Und eigentlich, ja, jedes Mal, es ist zum Schluss seltener geworden, aber sagen wir mal so, ja, 2006, 2007, 2010, irgendwie die Jahre, das war irgendwie jedes Mal, dass man rausgezogen wurde am Flughafen. Ja, mitgehen durfte mit irgendeinem Security-Menschen in einen Nebenraum, wo dann das Massenspektrometer stand, wo dann die Wischproben von Objektiven und Kamera genommen wurden und dann da irgendwie untersucht wurden nach Sprengstoffspuren oder sonst was. Das hat total genervt. Und wenn man dann auch irgendwie in einem Flughafen wie Tegel oder so losfliegt, wo es halt genau einen von diesen Räumen gibt, wo das Spektrometer steht und man da aber irgendwie einmal durchs gesamte Flughafengebäude laufen muss, rechts und links begleitet von so einem Security-Menschen, also bullige Typen, und du stehst da, läufst dazwischen nur und alle gucken dich an, also was hat der jetzt verbrochen, war irgendwie nicht so angenehm. Und das ist aber irgendwie in der letzten Zeit, habe ich das Gefühl, ein bisschen entspannter geworden, dass sie nicht mehr so oft prüfen. Weiß ja, nicht, ob sie zu viele oder ja, keine Ahnung warum. Man muss vor allem nicht mehr in irgendeinen Raum mitlaufen. Normalerweise machen die das direkt vor Ort. Also, ja, das kommt auf den Flughafen drauf an, ne? Also ja. Da, wenn sie halt da irgendwie so ein Gerät haben oder wenn das günstig gebaut ist, dass sie halt das sehr, sehr nah aufstellen können, dann ja. Also in den USA war es zum Beispiel so, da haben sie es gleich immer vor Ort gemacht. Da hast du direkt an der Sicherheitskontrolle dann dieses Gerät gehabt. Aber ja, wie gesagt, selbst Tegel ist halt so ein Beispiel, da bist du eben einmal durch den, je nachdem an welchem Gate du warst, bist du halt durch den gesamten Flughafen einmal durchgelaufen. Ja, aber selbst das brauchen, die brauchen eigentlich gar nicht mehr so ein Gerät. Also ich kenne es nur so, dass sie halt so Wischstreifen haben und dann so einen Soforttest machen können. Ach so, also und, an den Streifen das heißt, das sehen können, oder was? Oder? Ja, die wischen es ab, dann wischen sie es an irgendeinen Streifen und dann warten sie 10 Sekunden und dann sie sofort, okay. Dann haben sich die Methoden wahrscheinlich da einfach nur verbessert. Ja, auf jeden Fall. Also es geht schneller, aber es ist trotzdem nervig. Also die, ja. Ja, bin lange nicht mehr mit dem ganzen großen Koffer geflogen, deswegen kann ich es jetzt nicht sagen. Ich habe halt nur die Erfahrung damals gemacht und das war echt nervig. Ja. Ja, weiter im Text, also es geht so bei speziellen Events, so gerade ich sag mal so im Slopestyle-Bereich oder bei sonstigen Rennen läuft es dann normalerweise so, man besorgt sich irgendwie vor Ort die Akkreditierung, die Startlisten, guckt dann direkt schon eigentlich die Fotoposition fürs Rennen oder fürs Event durch und je nach Event ist es einfacher oder schwieriger. Also bei kleineren Events oder gerade bei vielen Events in Deutschland kann man sich eigentlich aussuchen, wo man stehen will. Es ist ganz entspannt. Irgendwie, es gibt halt irgendwie größere Areale, wo man stehen darf als Fotograf. Wenn es um so Geschichten geht wie beim District Ride zum Beispiel in Nürnberg, ist das Ganze dann schon ein bisschen komplizierter. Da gibt es so kleinere Fotografeninseln und man braucht für spezielle Fotospots dann nochmal eine andere Akkreditierung, die nur ganz wenige Leute kriegen, wo wir uns natürlich immer versuchen, drum zu bemühen. Und da wird es dann wirklich auch relativ hektisch im Rennen. Also wenn die Leute starten, dann versucht man so viele Möglichkeiten wie möglich abzufotografieren und überlegt sich kurz vorher einen Zeitplan, schaut, welche Position geht man ab und dann versucht man sich das Event im Prinzip die Strecke entlang zu hangeln und ist im besten Fall dann irgendwie so die letzten paar Fahrer dann unten im Zielbereich irgendwie, wo dann die krassesten Sachen stattfinden oder wo im Downhill-Bereich, da weiß Moritz dann noch mehr, auch irgendwie halt die Leute anfangen zu jubeln. Und das Schwierige ist, denke ich, bei solchen Events eigentlich tatsächlich, dass man wahnsinnig viel rumlaufen muss. Ich glaube, viele Leute können sich das dann gar nicht so vorstellen, weil die Leute, die stehen eigentlich die ganze Zeit irgendwie das Rennen da, trinken halt ein Bierchen und gucken, wie die Leute halt so durchfahren und haben meistens noch eine schicke Videoleinwand, wo man es halt drüber sehen kann. Aber als Fotograf ist es natürlich wichtig, so viele verschiedene Fotos wie möglich zu machen und nicht an einer Stelle die ganze Zeit zu stehen in einer Kurve irgendwie und dann Sachen durchzufotografieren, sondern man will so möglichst viele Aspekte irgendwie abbilden von diesem ganzen Rennen und das Ganze auch irgendwie so ein bisschen lebendig machen für die Fotostory. Nur ein paar Close-Ups zwischendurch von den Fahrern halt mal mit dem Teleobjektiv. Oft haben wir auch zwei Kameras dabei, das heißt eine, da ist dann immer das Tele drauf und auf dem anderen wechselt man sich mit dem Fisheye ab und dann kommt ein anderes Weitwinkel mal drauf oder so ein mittleres Format, damit man einfach auch ein paar verschiedene andere Bildkompositionen machen kann mit der Brennweite. Und also mit der Entfernung zum Fahrer, dass man mal ein bisschen mehr Hintergrund drauf hat, mal ein bisschen weniger.
Und das Ganze macht man dann meistens in einer unfassbar hässlichen Weste und ist dann zwar als Fotograf erkennbar, würde allerdings bei auf dem Laufsteg nicht die beste Figur machen. aber das ist alles nebensächlich, solange man halt wirklich eine gute Fotostory hat. Witzig wird es dann noch immer bei der Siegerehrung. Da geht es dann, da ist dann ein Massaker unter den Fotografen, wer kommt wohin, irgendwie man ganz nach vorne und irgendwie unten drunter und irgendeiner fotografiert dann doch drüber. Das sind aber dann auch die, die Sektdusche direkt abbekommen. Von daher gibt dann immer lustige Situationen eigentlich irgendwie bei der Siegerehrung. Und danach geht's direkt eigentlich ins Media Center oder in die Bude, wo man übernachtet. Fotos werden eingeladen. Meistens dusche ich währenddessen kurz, weil das dann doch ein paar hundert, teilweise sind es vierstellige Bilder anzahlen, die dann in den Rechner reingeladen werden und dann macht man eine Vorauswahl und im besten Fall verbringt man dann die Nacht damit, die Fotostory zu bauen. Und ja, das mal so ganz, ganz kurz. Der letzte Teil, der klingt für mich wie Eurobike irgendwie. Da. Das nur, ist ähnlich zu Eurobike. Da genau. Noch dann parallel Artikel schreibt, ne? Genau, ja. Also und dann muss man es halt, am nächsten Morgen hat man dann die Fotostory irgendwie online und im Nachhinein merkt man immer, ach, Mist, hättest du doch, guck mal hier, die genau. Fotos sind eigentlich auch nicht schlecht und da hättest du vielleicht doch ein bisschen andere Bearbeitung noch einbauen können. Also das ist immer so relativ zack, zack, aber meistens funktioniert es ganz gut. Aber es ist immer so ein Ding, es ist zwar super stressig und man ist wahnsinnig platt nach so einem Tag oder nach so einem Wochenende in Moritzfall zum Beispiel bei einem World Cup, aber auf der anderen Seite macht es auch wahnsinnig viel Spaß, weil man natürlich ganz andere Möglichkeiten hat, so ein Rennen wahrzunehmen oder so ein Event wahrzunehmen, gerade sowas wie der District Ride oder die Rampage, bei der ich jetzt persönlich noch nicht war, aber es ist auf jeden Fall noch so ein Punkt auf meiner Liste, wo ich unbedingt als Fotograf mal hin will. Was wahrscheinlich unerreichbar ist, wo ich aber auch super Lust drauf hätte, wäre mal Olympische Spiele zu machen. Da hat man noch ganz andere Möglichkeiten als Fotograf. Aber in so einem kleinen Sport, wie es der Mountainbike-Sport ist, für ein Rennen im Endeffekt, dann da als deutscher Fotograf akkreditiert zu werden, das ist schon sehr, sehr schwierig. Ja, Moritz, wie sieht es denn bei dir aus? Was gibt es denn da noch für Unterschiede beim World Cup, was die Fotos angeht? Oder spezielle Sachen, die du beachtest. Du bist ja, in den Pits ja öfter noch, ne? Ja, wobei das, ja, nee, stimmt, das kommt auch noch dazu. Also so ein, was beim World Cup eben noch der Fall ist, dass es in der Regel über 3 bis 4 Tage geht. Also am ersten Tag in den Pits muss so der ganze Technikkram abgehandelt werden. Da braucht man natürlich auch ein Auge für, so wenn irgendjemand jetzt auf einmal neue Bremsscheiben fährt oder irgendwas an der Federgabel anders ist. Also das sollte man halt schon irgendwie sehen und entdecken und dann auch irgendwie die Fotos davon hinbekommen. Also da geht es auch viel darum, die ganzen Leute zu kennen und ein bisschen zu socializen und technisches Fachwissen zu haben und so. Und dann hat man den Trainingstag, den Qualitag und den Finaltag und die laufen alle relativ ähnlich ab. Im Training bist du natürlich an anderen Stellen, als jetzt im Finale stehst. Im Finale willst du irgendwie in der Nähe des Zielbereichs sein und willst auch die Emotionen einfangen und so. Und hast auch einen etwas größeren Druck, weil den Finallauf hat jeder Fahrer eben nur einmal. Und da willst du natürlich auch als Fotograf coole Fotos machen. Aber im Prinzip läuft es dann immer so ab, dass man sehr früh morgens aufsteht, ein sehr spartanisches Frühstück hat, dann den ganzen Tag an der Strecke steht oder im besten Fall liegt oder sitzt, dass man coole Perspektiven hat. Das haben wir schon beim letzten Podcast gelernt, immer schön nah an den Boden. Dann kommt man irgendwann spät abends mit einer Staubschicht bedeckt und einem Sonnenbrand im Gesicht nach Hause, importiert schnell die Fotos, duscht kurz, Abendessen muss in der Regel ausfallen. Und sitzt dann den ganzen Abend und die ganze Nacht da und bearbeitet die Fotos, baut eine Fotostory oder schneidet Videos, lädt die Videos hoch und kriegt dann ein paar Stunden Schlaf und am nächsten Tag geht's weiter. Aber wie du schon gesagt hast, es ist eine extrem anstrengende Sache, aber gleichzeitig auch sehr, sehr spaßig und irgendwie dann doch ein cooles Gefühl, bei solchen Events hautnah dabei zu sein.
Was übrigens, wo du es gerade ansprachst, dass die Fotos ja meistens von unten gemacht werden. Übrigens, das ist dann, für die, die es nicht wissen, hat viele Hersteller wirklich dazu bewogen. Einerseits diese ganzen Whip-Off, für diese ganzen Whip-Off-Contests und andererseits aber auch generell für die Disziplinen, wo die Fahrer oft immer in der Luft sind, dass man den Namen der Firma nicht mehr seitlich ans Unterrohr schreibt bzw. klebt oder lackiert, sondern tatsächlich auf die Unterseite. Weil man auf sehr, sehr vielen Bildern, auch gerade durch so Fotopositionen, die relativ weit unten liegen, das Logo der Firma dadurch einfach besser erkennt. Und das ist, deswegen haben das meines Wissens viele Firmen aufgegriffen, gerade so im Gravity-Bereich, dass oftmals das Logo unten platziert ist. Falls sich das schon mal jemand gefragt hat. Im Gravity-Bereich und bei Shota. Ne, ich habe geschaut, Shota hat das Logo auf der Seite immer noch. Siehst du? Obwohl er whippt. Naja, deswegen. Ja. So. Ja, wir drücken ein bisschen auf die Tube, denn der Markus, der hat noch wichtige Termine. Und starten mit unserer bekannten Rubrik: Schaut, was ich gekauft habe. Neuerwerbungen und Empfehlungen. Und das habe ich übrigens gerade wie den Kleinbus Ja. ausgesprochen aus Bang Boom Bang. Ja. Manchmal auch Vielleicht auch einen mal einen Kleinbus. Kleinbus für einen Ausflug oder einen Umzug oder so. Gut. Aber du brauchst ein Fahrzeug. Genug. Ja. Ja, neuer Werbung. Meine neuer Werbung sind zwei Sachen. Eine Sache für die Abendstunden vorm Fernseher, und zwar ein PlayStation 4-Spiel Far Cry 5. Der ein oder andere Leser wird es bestimmt kennen. Bekannter Shooter aus einer bekannten Reihe. Ziemlich cool gemacht. Gefällt mir bisher sehr gut. Ich habe ein paar Stunden bisher gespielt. Und zweite Sache, wer trinkt jetzt da immer noch Bier? Entschuldigung. Ah. Das ist das zweite schon, ne? Sterni aufgemacht. Zum Nachspielen hier. Und dann habe ich mir für meinen Cross-Country Hardtail einen ZTR Crest-Laufradsatz gekauft. Und der rollt da aktuell schon drin. Und die erste Ausfahrt gibt es, denke ich, mal morgen. Ja, das waren so meine Neuerwerbungen. Hat Moritz sich was gekauft? Ich überlege gerade, ich habe mir gestern, boah, ist glaube ich echt so die einzige Sache, die ich mir wirklich bewusst Mann, und aktiv ein gekauft hatte in den Auto. letzten Wochen. Nee, dafür hat es dieses Mal nicht gereicht. Ich habe mir USB-Kabel gekauft. Und zwar USB-C auf USB 3.1 Kabel. Ja, Und brauche ich sogar Markus, auch noch. du als Technikmann kannst mir bestimmt erklären, was es damit auf sich hat. Was ist denn auf der anderen Seite bei 3.1? Ist das Das ein ist Stecker für oder ist das deine, eine nee, Buchse? Festplatte, ne? Das für Die meine kleine ungefähr Festplatte 14, externe. also so für ein meine Mikro. 14.000 externen Festplatten. Das ist so ein Das sind ganz die flaches, Flachen. so ein flaches Ding, ja? Genau. Mit so einer Einkerbung drin, glaube ich, ne? Ja, weil die ganzen neuen MacBooke, die haben ja nur noch einen USB-C-Anschluss. MacBücke. Mit dem USB-C, genau. Ja, dem USB-C und diese Rumhantiererei mit den Adaptern nervt mich extrem. Gib mir bitte mal Zumal den meine. Link von dem Kabel dann. Ich brauche Ja, das auch. siehste, gebe ich dir nicht. Kommt in die Shownotes. Wenn du die auf Amazon suchst, dann findest du die erstmal nicht. Ja, siehst du? Deswegen. Ich Ja, brauche nämlich aber trotzdem noch das welche. ist Mich nervt es nämlich auch. Herrschaftswissen, das kann er nicht so Ja. einfach rausgeben. Und irgendwann habe ich mir davon mal zwei Stück gekauft und die sind irgendwo in diesem wunderschönen Büro in Bad Kreuznach verschollen gegangen. Und hinten hörst du irgendwo das dämonische Lachen von Tom. Ja, genau. Shoutout an Thomas, der an dieser Stelle gegrüßt sei. Gib mir die Kabel zurück. Ja, nee, da habe ich mir jetzt noch ein paar von bestellt und nochmal Speicherkarten und externe Festplatten und so, weil bald die Downhill-Weltcup-Saison losgeht und dementsprechend jetzt auch die Vorbereitungen losgehen, dass ich tatsächlich da als Fotograf und Filmer und Berichterstatter vor Ort alles dabei habe und keine Probleme habe, nichts fehlt, an alle Eventualitäten gedacht sind. Nichts ärgerlicher als das, ne, wenn du irgendwie da bist und kein Laden in der Nähe und dir fehlt irgendwas Wichtiges. Ja, genau. Zum Beispiel, als ich mein neues Laptop hatte, was kein integriertes Kartenlesegerät mehr hatte, Ja. und ich dann in
Andorra war, das losziehen musste und ein Kartenlesegerät kaufen musste. Das war toll. Ja. Habe ich in einem Waffenladen gekauft. Wieso auch immer. Und es war der erste Laden, der das hatte. Krass. Und der leistet mir auch immer noch gute Dienste. Der Waffenladen. Der Waffenladen, ja. Ja. Moritz hat Kundenkarte. Ja, Goldmitgliedschaft. Kommt immer ein Stempel drauf, wenn wir sowas wie Geschoss oder Waffe oder so in einem Titel verwenden. So, Markus, was hast du denn gekauft? Ich habe mir irgendwie gar nichts gekauft. Muss tatsächlich überlegen, habe nachgeschaut in meinen E-Mails, ob irgendwo Bestellbestätigungen oder sowas sind, aber es ist tatsächlich so, ich habe mir nichts gekauft und dann fiel mir noch ein, guck doch mal in deinem Telefon im App Store, was da war, und da habe ich mir tatsächlich zuletzt zwei Sachen gekauft, für sogar relativ viel Geld, sagen wir mal, für, also auf Mobil-Apps bezogen. Und zwar beides totale Nerd-Werkzeuge, totale Nerd-Werkzeuge. und zwar einmal Charles Proxy für iOS. Das ist eine Software, mit der man ausgehende HTTP- und HTTPS-Verbindungen vom iPhone zu irgendwelchen Servern aufzeichnen und untersuchen kann. Das ist sehr hilfreich zum Debuggen von Software, von Webseiten und so weiter. Und zum anderen habe ich mir Prompt gekauft. Das ist ein SSH-Client, auch für iOS. Damit kann man sich auf Computern, speziell halt Server einloggen und von unterwegs irgendwie mal schnell sich Sachen anschauen oder so. Das ist halt doch hin und wieder mal notwendig. Da habe ich mich dann mal durchgerungen, irgendwie das Geld dafür auszugeben. Ist nicht ganz billig, aber es hat sich schon gelohnt. Wie viel kostet sowas denn? Das Prompt, dieser SSH-Client, kostet 17 Euro und der Charles-Proxy, der hat, glaube ich, 10 Euro gekostet. Es ist schon deutlich über dem, was ich so im Schnitt für Apps ausgebe. Ich kaufe relativ gern auch Apps, wenn sie dann gut sind. Aber die meisten bewegen sich dann eben doch, keine Ahnung, so im Bereich von, weiß nicht, 3 bis 5, 6, 7 Euro irgendwie. Die beiden, die waren jetzt doch schon merklich drüber. Deswegen dachte ich erwähne das mal. Ich denke aber mal, dass das für 99,5% der Leute da draußen keine Verwendung hat und das dann doch eben ein relativ nerdiges Zeugs ist. Ja, und das war tatsächlich irgendwie alles, was ich mir gekauft habe, so für mich, in den letzten, wie lange ist es her? 3 Wochen, ne? Ja. Mhm. Aber man muss ja auch nicht immer, man muss sich auch nicht immer was kaufen. Nee. So, Markus, wie sieht es zeitlich aus? Packen wir das Thema, was jetzt ansteht, in den nächsten Podcast? Ja, das wird zu viel. Ja, lass uns das doch gerne schieben irgendwie. Jo. Wir sind jetzt bei einer Stunde. Und das soll für euch auch mal reichen, liebe Hörer. Man muss ja nicht immer hier 1,5 Stunden machen, ne? Das Gute ist, der Oliver, der uns auch wieder zuhören wird, der wird nämlich dann endlich mal mit seiner Zugfahrt wieder hinkommen. Der musste nämlich dann bei dem 1,5-Stunden-Podcast letztens pausieren. Und der musste weiterfahren, ne? Und dann wieder zurück, weil einfach die Zeit zu kurz war. Ja, genau so war es. Das ist auch wirklich schlimm. Ja, wie war denn euer Bier? Meins war, es ist ein sehr, sehr süffiges, unkompliziert klingt schon negativ, ein sehr süffiges, leckeres, ja, es ist doch ein unkompliziertes Bier aus Detmold von der Brauerei Strate, das Tusnelda Bier, ist auch nicht wirklich teuer. Ich glaube, der Kasten kostet irgendwie 12 Euro, ist wirklich ein leckeres Getränk, um das auch mal für einen Grillabend bereitzustellen. Das ist eigentlich ein ideales Grillbier. Ein leichtes Bier, jetzt kein krasses IPA-Gedöns. Also wenn man in der Gegend ist, so rund um Ostwestfalen-Lippe oder so, das ist sehr regional, das kriegt man, glaube ich, auch nur hier. Dem sei definitiv empfohlen, in Detmold mal vorbeizufahren. Da gibt es einen Ladenverkauf direkt an der Brauerei, wo man auch Bier, Senf und alle möglichen anderen Spezialitäten kaufen kann. Sehr zu empfehlen. Ja, so viel zu meinem Bier. Markus, wie war es bei dir? Ich bin tatsächlich diesmal noch nicht fertig mit dem Bier.
0,7er Flasche? Nee. Ist auch ein halber Liter. Die Tschechen und Polen nicht immer diese anderthalb Liter Plastikflaschen? Ja, das ist so eine hast du doch gerade. Die Dänen und die Polen, ja. hat mir tatsächlich bisher gut gefallen. Es ist sehr, sehr fruchtig. Es kommt ja so viel Zitrus raus im ersten Moment. Anfangs malzig vielleicht. Dann kommt der Malz, genau, ist relativ weich. Ist so am Gaumen. Weich am Gaumen. ihr wisst Bescheid. ist dann aber hinten raus doch relativ lange ziemlich bitter. Der Nachgeschmack. Und das ist auch der Grund, warum ich die Flasche tatsächlich noch nicht leer habe. Aber so im Großen und Ganzen passt das schon, würde ich sagen. Moritz, wie war dein Bier gewesen? Mein hat Bier man noch nicht, deswegen. Ja. Mein Bier heute war mit natürlicher Trübung, angenehm süß, erfrischend und aber auch herb. Und hat nichts mit Bier zu tun? Nee. Ist auch nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut. Mit dem Bandaber kann man übrigens einen leckeren Moskau Mule machen. Ja, oh. Ich glaube, das nächste Mal trinke ich einfach einen Moskau Mule. Ja, oder ein Zombie. Ja, Long Island Iced Tea. In einer anderthalb Liter Plastikflasche. Aus Dänemark. Ja. Das nächste Mal trinken wir alle eine große Dose Faxe. Oh ja. Hatte das Moritz nicht schon beim ersten Podcast? Oder nee. Beim nee. Nee, und der nächste Podcast heißt dann Faxe System. Oh Gott. Ah, nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht, sollen uns die Leute denn eine Bewertung bei iTunes schreiben? Ja, Markus, komm, du bist dran. Ja. Ja. Warum muss ich das immer erzählen? Das kann ja jetzt echt mal jemand anders übernehmen. Nein, wie immer freuen wir uns über eure Bewertung bei iTunes oder in der Podcast-App eurer Wahl. Viele haben ja auch so eine Bewertungsfunktion, die irgendwie nicht mit iTunes verbandelt ist. Schreibt uns eine Bewertung, gebt uns viele Sterne, am besten 5 oder mehr, wenn es geht. Wir freuen uns darüber, das hilft uns sehr, auffindbar zu bleiben und zu werden. Das ist ja das große Ziel, ne? Dass irgendwie dieser Podcast berühmt wird, dass wir bekannt sind überall und dass wir gefeatured werden. Und die Währung, die da hilft, sind halt Bewertungen und Reviews. Also keep it coming, schreibt fleißig. Und wir freuen uns und verlosen eventuell sogar wieder unter allen neuen Bewertungen irgendwas Cooles. Mal schauen. Sogar ganz bestimmt machen wir das. Ja, gut, ein USB-C auf USB 3.1 Kabel. Genau, Moritz hat nämlich zu viel davon gekauft. Ja. Und eine leere Flasche Bundaberg. Ja. Nee, würde ich aber auch richtig gut finden, wenn ihr eine Bewertung schreibt. Finde ich auch gut, aber nicht bitte, wir haben eine 1er-Bewertung. Ja, die war aber lustig. Das war völlig, Hasspostings. Nein, das war perfektes Trolling irgendwie. Jetzt erklär mir mal, was du daran lustig fandest. Ich fand die lustig. Das war halt einfach so einmal das Klischee irgendwie von rumhaten. Was wir jetzt in den letzten Folgen immer wieder irgendwie schon thematisiert hatten. Und das war, diese Bewertung passte genau da rein, in dieses Muster, was wir schon besprochen hatten. Deswegen. Ja. Stimmt. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, würde ich auch sagen. Genau, in 2 Wochen, ne? Wir versuchen das. Ja. Ein Shoutout geht diesmal übrigens noch an die Sissy. Auch eine ganz liebe Hörerin, die uns genauso gerne hört wie Katrin und Olli. Und ich bin mal gespannt, wer demnächst uns noch mal drauf ansprechen wird. Aber anscheinend haben wir mittlerweile immer mal ein paar mehr Stammhörer und darüber freuen wir uns sehr. Das stimmt. Es werden immer mehr Episoden runtergeladen, von Folge zu Folge. Das ist echt schön zu sehen. Ja, und wenn wir regelmäßiger kommen wieder, dann wird es noch besser. Ja, ich denke auch. Also gut. Dann. In diesem Sinne. Haut rein. Macht's gut, eine schöne Woche und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.